In den folgenden Minuten geht es um das Risorgimento, die Einigung Italiens. Risorgimento heißt übersetzt Wiedererstehung und beschreibt eine Phase der italienischen Geschichte von 1815 bis 1870. Manche Historiker fassen den Zeitraum weiter. Sie sagen, das Ganze begann mit der Französischen Revolution und endete erst 1919, als nach dem Ersten Weltkrieg noch einige Gebiete, zum Beispiel Südtirol, an Italien fielen. Zum Hintergrund. In Italien gab es einstmals mächtige Kleinstaaten, Stadtstaaten, wie zum Beispiel die Seerepubliken Venedig und Genua. Diese verloren aber an Einfluss und fremde Mächte, insbesondere die Habsburger und Bourbonen, übten die Kontrolle über Italien aus. Die vielen kleinen italienischen Staaten wurden ein Spielball fremder Mächte. Doch im 18. Jahrhundert wuchsen liberale und nationale Ideen wieder für ein geeintes Italien. Es kam zur französischen Revolution und die bürgerlichen und liberalen Ideen schwappten natürlich von Frankreich nach Italien herüber. Ferner war Italien auch sowohl aus französischer als auch aus Habsburger Sicht strategisch wichtig und so kam es zu Kämpfen zwischen Napoleon und den Habsburgern. Diese entschied Napoleon für sich, gründete im Norden italienische Tochterrepubliken und verband diese 1804 zum Königreich Italien mit sich selbst als König. Im Süden wurde das Königreich Neapel gegründet, auch unter französischer Vorherrschaft. Die Italiener waren natürlich nicht ganz glücklich mit der Fremdherrschaft, aber während dieser Zeit wurde der Feudalismus abgeschafft, eine effiziente Verwaltung errichtet und mit dem Code Napoleon bürgerliche Rechte etabliert. Das heißt, liberale und nationale Ideen konnten weiter gedeihen. Doch die napoleonische Ära war irgendwann vorbei mit dem Wiener Kongress und es wurde auch für Italien wie für den Rest Europas beschlossen, die absolutistische Herrschaft von vor der Französischen Revolution wiederherzustellen. Für Italien hieß das, im Norden gab es wieder eine Reihe von Kleinstaaten, die von den österreichischen Habsburgern dominiert werden sollten und im Süden das Königreich beider Sizilien, das unter der Kontrolle der spanischen Bourbonen stand. Eine Ausnahme ist das Königreich Sardinien-Piemont im Nordwesten Italiens, das unabhängig war. Gegen diese Restauration wuchs Widerstand und das ist auch die erste der vier Phasen des Risorgimentos. Es sei aber erwähnt, dass der Widerstand sich auf gebildete höhere Schichten beschränkte. Die unteren Schichten, Bauer und Arbeiter, hatten wenig Anteil am gesamten Verlauf des Risorgimentos. Innerhalb der gebildeten Schichten gab es verschiedene Fraktionen. So gab es die Moderati, das waren gemäßigte Liberale oder Liberalkonservative, die eine konstitutionelle Monarchie wollten. Es gab aber auch die Demokratici, die unter anderem aus Frühsozialisten bestanden und da wollte man eine Republik errichten. 1820 bereits gab es dann noch Aufstände, erst im Königreich beider Sizilien, organisiert von den Carbonari, einem Geheimbund, und das gleiche versuchte man auch in Sardinien-Piemont. Das Ganze scheiterte aber, da es, wie eben schon erwähnt, kaum Rückhalt in der breiten Bevölkerung gab. 1830, inspiriert durch die französische Julirevolution, kam es in Mittelitalien zu Aufständen. Diese wurden aber sehr schnell von österreichischen Truppen niedergeschlagen. 1831 trat der Revolutionär Giuseppe Mazzini in den Fokus des Ganzen. Er gründete einen Geheimbund, Giovine Italia, Junges Italien, und gab eine Zeitung heraus, mit dem demokratische und republikanische Ideen verbreitet wurden. Die Diskussion nahm dann zu über eine nationale Lösung für Italien. Das reichte von einer republikanischen Lösung bis hin zu der Idee einer konstitutionellen Monarchie unter der Führung des Papstes. Ab 1833 gab es auch mehrere Aufstände, die waren aber nicht erfolgreich. Wichtig ist, dass der bis heute verehrte italienische Nationalheld Giuseppe Garibaldi sich dem Geheimbund Giovine Italia 1833 anschloss. Nun zur nächsten Phase des Risorgimento, der Revolution von 48-49. Zu erwähnen ist, es gab in ganz Europa Aufstände und Revolutionen. 1846 gab es einen neuen Papst, Pius IX.,
und der führte liberale Reformen im Kirchenstaat ein. Das setzte die anderen Staaten unter Druck. 1847 wurde in Turin die liberal-konservative Zeitung Il Risorgimento gegründet, also hier, wo auch der Name herkommt für die Phase, und dort vertrat man die Einigung Italiens unter der Führung des Hauses Savoyen, also der Herrscher von Sardinien-Piemont, und es sollte ein konstitutionelles Königreich entstehen. 1848 kam es dann, wie überall auch in Europa, an vielen Orten in Europa, zu Aufständen. Und der Kirchenstaat, das Königreich beider Sizilien und die Toskana und auch Sardinien-Piemont erließen Verfassung. Wichtig ist die Verfassung in Sardinien-Piemont, die sehr fortschrittlich war. Und damit setzte sich dieser Staat als Vorreiter, brachte sich als Vorreiter in Stellung für die italienische Einigung und wurde von der Bevölkerung dann auch akzeptiert. Die Lombardei und Venetien erklärten ihre Unabhängigkeit von Österreich und wollten sich Sardinien-Piemont anschließen. Sardinien-Piemont sagte wunderbar, unterstützte das Ganze militärisch, war am Anfang erfolgreich, wurde dann aber entscheidend bei der Schlacht bei Custoza geschlagen und es kam zu einem Waffenstillstand. Etwas später wurde der Habsburger Großherzog Leopold II. In der Toskana gestürzt und die Republik wurde dort ausgerufen. Der Krieg zwischen Sardinien-Piemont und Österreich brach wieder aus. Doch auch diesmal siegten die Österreicher entscheidend in der Schlacht bei Novara und der Krieg wird damit beendet. Die italienische Einigung war vorerst gescheitert. König Karl Albrecht von Sardinien-Piemont trat zurück und sein Nachfolger wurde Viktor Emanuel, sein Sohn. Im Süden gab es auch Erhebungen. Das war in Rom und Süditalien. Der Papst floh und die Revolutionäre übernahmen die Kontrolle. Unter der Führung des schon erwähnten Mazzini wurde im Kirchenstaat die Republik ausgerufen. Doch das war nicht im Interesse von anderen europäischen Mächten und Frankreich intervenierte und brachte den Kirchenstaat unter seine Kontrolle, konnte gegen die Revolutionsarmee von Giuseppe Garibaldi erfolgreich vorgehen. Der Papst kehrte dann im Juli 1949 zurück und es gab im Kirchenstaat ein autoritäres Polizeiregime in der Folge. Damit zur nächsten Phase, der Weg zum Königreich Italiens. In Sardinien-Piemont erkannte man, wir können das nicht selbst schaffen mit der italienischen Einigung, wir brauchen internationale Verbindungen und Unterstützung. Dementsprechend schloss der Ministerpräsident von Sardinien-Piemont, Camillo Benso von Cavour, einen Geheimvertrag mit Kaiser Napoleon III. Von Frankreich. In diesem Vertrag stand, Frankreich unterstützt Sardinien-Piemont bei der italienischen Einigung gegen Österreich, erhält aber im Gegenzug die Gebiete von Savoyen und Nizza. Nun provoziert Napoleon III. Und von Cavour die Österreicher mit Ausgang zur italienischen Einigung. Die Österreicher marschierten tatsächlich in Sardinien-Piemont ein, wurden dort dann von den Franzosen und von piemontesischen Truppen entscheidend geschlagen. Und Österreich musste die Lombardei an Frankreich abtreten, was es sofort an das Königreich Sardinien-Piemont weitergab. Natürlich, gemäß des Vertrags, fielen dann Savoy und Nizza an Frankreich. Durch Volksabstimmung gelangen die anderen, noch unter Habsburg-Kontrolle stehenden Gebiete auch an Sardinien-Piemont. Die Karte sah nun etwas anders aus. Im Mai 1860 wurde Giuseppe Garibaldi aktiv. Er landete mit ungefähr 1000 Mann auf Sizilien und konnte die Insel unter seine Kontrolle bringen. Garibaldi konnte dann auch den Festlandsteil des Königreichs beider Sizilien kontrollieren. Nun machte sich von Cavour in Piemont Gedanken und Sorgen, im Süden könnte es eine Republik geben. Garibaldi könnte seinen Einfluss auf Rom ausdehnen. Dann gibt es wieder eine internationale Intervention und die Vormachtstellung von Sardinien-Piemont ist gefährdet. Dementsprechend ließ er nach Absprache mit Napoleon III. Truppen in Teilen des Kirchenstaates einmarschieren und diesen besetzen.
Der Kirchenstaat war nun reduziert auf einem Streifen um Rom herum. In einem Plebiszit entschied sich dann Süditalien, also das vormalige Königreich beider Sizilien, für einen Anschluss an Sardinien-Piemont. Und dass es da ganz auch klappt, wurde klar bei einem Treffen zwischen Garibaldi und Viktor Emanuel. Und Garibaldi begrüßte Viktor Emanuel als König von Italien. Nun war der Weg fürs Königreich Italien frei, was im März 1861 gegründet wurde. Die italienische Einigung war damit aber noch nicht abgeschlossen, da ja noch Venedig und der Restkirchenstaat fehlten. 1866 verbündete sich Italien mit Preußen gegen Österreich. Und es kam dann auch zum Deutschen Krieg zwischen Preußen und Österreich, an dem nun auch Italien beteiligt war und partizipieren wollte. Allerdings war man militärisch nicht erfolgreich gegen Österreich, jedoch verlor Österreich gegen Preußen und damit war klar, Österreich muss einen Friedensvertrag unterzeichnen und trat Venetien an Italien ab. Ein weiterer deutscher Einigungskrieg, der letzte, 1870, fand dieser statt. Frankreich musste aufgrund des Krieges Truppen aus dem Kirchenstaat abziehen. So war es dann einfach, dass italienische Truppen in Rom einmarschieren konnten. Nach einer Volksabstimmung, der letzten vorerst, wurde der Kirchenstaat dann auch Teil Italiens. Rom wurde 1871 Hauptstadt. Und wie schon erwähnt, weitere Gebiete im Norden, Südtirol, fielen erst nach dem Ersten Weltkrieg an Italien. Das war das Risorgimento, diesmal in deutlich mehr als 5 Minuten, da es eine durchaus lange Zeitspanne war, die es galt abzudecken.